Wind des Todes weht über dem Piano Estacado. Zwischen Texas, New Mexico und dem Land der Apachen und Comanchen, zwischen dem Rio Pecos, dem Canadian River und dem Colorado, liegt eine weite, furchtbare Landstrecke, die von den Reisenden die Sahara der Vereinigten Staaten genannt wird. Der Llano Estacado. Schon mancher hat hier sein Leben gelassen. Der Llano ist grausam. Denn wer ihn nicht kennt, wird sich rettungslos verirren. Es gibt keine Brunnen, keine Oasen. Und nur in einer einzigen Richtung ist es möglich, über die gefährlichen Plains zu gelangen. Deshalb wurde dieser Weg mit Pfählen markiert. Wer über den Pfad hinausgerät, ist verloren. Und noch etwas macht den Llano Estacado so gefährlich. Geier. Hey, Jeremy! Halt die Augen auf! Schlaf nicht ein! Ich hab Langeweile. Zeigt mir mal, was ihr mit den Pferden drauf habt. Kopf ab! Ja! Und der nächste! Es ist nicht mehr weit, mein Sohn. Schon bald wirst du die Städte der Weißen sehen. Ich zeige sie dir, damit du siehst, wie sehr sich ihr Leben von unserem unterscheidet. Sie bauen Häuser aus Stein, die so hart sind wie ihre Herzen, und sie sperren die heilige Mutter Erde aus ihrem Leben aus. Und dieses Leben wollen sie den roten Kindern Manitus aufzwingen. Sie nennen es Zivilisation. Aber sie haben nur Verachtung für die Erde und alle ihre Wesen. Shibabik weiß, dass sein Vater Tevuasho die Weißen verachtet. Shibabik, du musst lernen, deine wahren Feinde zu erkennen. Tevuasho verachtet die Weißen nicht. Sie sind ihm gleichgültig, solange sie die Comanchen ihr Leben leben lassen. Wir werden diese edlen Mustangs den Weißen verkaufen. Aber noch bevor die Sonne zum zweiten Mal hinter dem heiligen Felsen unserer Ahnen versunken ist, werden wir wieder in unseren Wigwams sein. Musik.
Lass sie laufen. Hören wir noch den da unten. Den nimmt man in die Mangel. Los, zeigt es ihm! Dreht ihn, bis er Drehwurm kriegt! Na los! Nicht so müde! Ach komm, schleppt ihn weg, ich will ihn nicht mehr sehen! Ja, endlich! Ah. Komm mal her! Pass mal auf, ich habe das Gefühl, dass Stuart mich als Boss absägen will. Seid wachsam. Wenn einer von euch mir in den Rücken fällt, dann knallt es. Klar? Gut. Das war ein Meisterschuss, Burton. Mach dir so schnell keiner nach. Mutig, mutig. Genau in den Rücken. Halt's Maul. Der feine Stuart war sich mal wieder zu fein, sich die Hände schmutzig zu machen. Aber die Pferde haben wir trotzdem. Ja, und die Comanchen auf dem Hals. Zwei der roten Teufel hast du entkommen lassen, Burton. Jetzt schwinge keine großen Reden, Stuart. Was seid ihr denn ohne mich gewesen? Tagediebe, mehr nicht. Auf die Idee mit dem Fehlen seid ihr jedenfalls nicht gekommen. Ach, halt doch hier keine Sonntagspredigt, du, in deinem komischen Gehrock. Ich höre hier keine Kirchenglocken läuten. Psch. Hey, Jesse, bring mir mal einen Gaul. Ach, hier. Ich reite jetzt nach Helmers Home. Ich will mal sehen, wie weit der Trick ist, der durch den Janu ziehen will. Der alte Helmers weilt ja leider nicht mehr unter den Lebenden. Aber mit seiner Tochter werde ich leichtes Spiel haben. So als Priester. Und du kümmerst dich um die Pfähle. Ist das klar? Ich weiß, was ich zu tun habe. Los, mach eine Fliege. Und pass schön auf dich auf. Das musst du schon mir überlassen. Na? Dieser Burton ist ein Idiot. Jetzt haben wir die Comanchen auf dem Hals. Die Trecks durch die Wüste waren doch Beute genug. Und die Indianer selber sind nie schuldig gemacht. Also, an die Arbeit. Frank, hatten wir nicht vereinbart, dass ich auch mal auf dem großen Pferd reiten darf? Hm. Morgen. Komm. Fred, ist dieses Fleckchen Erde nicht ein wahres Idol? Idyll heißt das. Wie auch immer, dieser Berg da schaut mich an. Als sei er noch nie bestiegen worden. Frank, das wird auch so bleiben. So. Frank, ja? Du kannst dann schon mal Holz fürs Abendessen sammeln. Ich mache uns dann gleich was zu essen. Nur unter einer Voraussetzung, Fred. Du versprichst mir nicht, dein Feuerwerk auszupacken. Och, Frank, du weißt doch, dass ich früher im Zirkus als Feuerwerker gearbeitet habe. Oder, wie du sagen würdest, als Pyromane.
Das letzte Spiegelei, das du gebraten hast, ist mir im Munde explodiert. Ja. Und wenn du nur Kartoffeln schälst, dann hört sich das an, als wären wir im Bürgerkrieg. Toll, Frank, ganz toll gemacht. Also gut, ich verspreche dir keine Zaubertricks mehr. Mit Lebensmitteln, Frank. Fred, ich habe Durst. Meine Kehle ist so trocken wie die Wüste, Gabi. Gobi, ist doch kein Problem. Wozu haben wir denn unseren Kaktuszapfer? So. Da, Frank. Ding, 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 ding. Nein, 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 nein. Nicht, du Papyromane, nicht schon wieder. Nimm doch ein Streichholz. Fred. Mach das aus, Fred. Mach das aus. Och, Frank, was hast du denn? Och, naja, auf jeden Fall funktionieren meine Tricks exzeptionell. Was? Exzeptionell, Frank. Wie schreibt man das? E-X-C-E-P-T. Och, Frank, ist doch egal. Es gibt nun mal Sachen, die du nicht verstehst. Es gibt nun mal Sachen, die ich nicht verstehe. Deine Gaukelei muss ich auch nicht verstehen. Ich bin schließlich zu höherem berufen. Frank, du gehst nicht da oben hinauf. Auf gar keinen Fall. Das ist ein heiliger Berg. Dann bin ich ein eiliger Zwerg. Wie ich mit Kennerblick sehe, ist der kürzeste und heldenhafteste Aufstieg hier entlang. Auf den heiligen Berg klettere ich. Wenn ich oben bin, krieg ich einen Sonnenstich. Trampel nicht auf den seltenen Pflanzen herum. Fred, hier gibt's gar keine seltenen Pflanzen. Außerdem hast du keine Ahnung. Ich bin schließlich ausgebildeter Forstgehilfe. Naja, besser als gar nichts. Frank, pass wenigstens auf, dass du dich nicht verkletterst. Keine Sorge, Fred. Das ist nur ein klitzekleiner, höchst gefährlicher Überhang. Oh, Gott. Ah, ja. Großer heiliger Berg, im Frühling erwacht auf deinen Hängen das erste Leben. Im Sommer steigt die Sonne über dir auf. Im Herbst bist du in goldenes Licht getaucht. Und im Winter brechen sich an deinen Felsen die eisigen Stürme. Und wenn der Tod über das Leben gesiegt hat, hütest du die Gräber unserer Häuptlinge. Manitou, der du in diesen Felsen wohnst, wie in jedem Herzen deiner roten Söhne und Töchter. Bewahre das Leben unseres Häuptlings Tevua Shoe. Gib uns ein Zeichen. Oh, Fred! Was? Welches Bleichgesicht wagt es, den heiligen Fels zu entweihen? Du trittst auf heiligen Boden. Er ist mit dem Staub unserer Ahnen vermischt. Gleich wird er sich mit deinem Blut vermischen.
Blut, Ahnen, Staub? Oh Gott, Manitou. Ich bin noch zu jung zum Sterben, ich komm gleich runter. Du trittst auf geheiligten Boden! Nicht einmal die Comanchen wagen es, diesen Berg zu betreten! Seit der große Donnervogel, der Mensch und Tier schlagen kann, jene Brücke dort mit einem Blitz von diesem Berg abriss! In diesem Berg ruhen die toten Häuptlinge der Comanchen! Tote? In dem Berg da wohnen Tote? Lauter verschiedene Häupter? Mit Geistern habe ich ganz schlechte Erfahrungen gemacht. In Dresden, da hatte ich es mal mit einem Himbeergeist zu tun. Der hat mich 3 Tage aus den Socken gehauen. Aber wie sagte schon der unsterbliche Goethe, der Mensch versuche die Götter nicht. Er sprach von einem zweiten Bleichgesicht. Findet diesen Goethe! Sag, bist du dieser Goethe? Was? Nein, das also wirklich nicht. Ich bin der Juggle Fred. Das andere Bleichgesicht sagte, dass du unsterblich bist. Stimmt das? Also, ausprobieren möchte ich das lieber nicht. Auch du entweihst den heiligen Berg, der uns so heilig ist wie die Medizinen unserer Ahnen. Die Bleichgesichter sind unsere Gefangenen. Aber junger Mann, im Grunde seht ihr doch eigentlich ganz vernünftig aus, so gar nicht kriegerisch und blutrünstig. Richtig nett geradezu. Darf ich fragen, wie ihr heißt? Man nennt mich Shiba Big. Das eiserne Herz. Oh! Ah! Ja! Schweig! Jedes Wort eines Weißen an diesem Ort, an dem der Hauch der Ewigkeit weht, ist Frevel an den Ahnen der Comanchen! Hau! Es tut mir leid, dass wir auf euren gebleichten Urgroßvätern herumgetrampelt sind, Präsident Eisenherz. Ja. Ich wusste nichts von der eminenten Heiligkeit dieses Bergmassivs. Halt doch die Klappe! Du redest uns um Skalp und Kragen! Er sprudelt immer so aus mir raus! Ihr sprudelt gleich noch was ganz anderes! Schweigt! Die Bleichgesichter werden am Marterpfahl sterben! Das werden sie nicht! Lasst diese Männer frei! Welcher weiße Hund wagt es? Man nennt mich Bloody Fox! Lasst diese Männer frei, habe ich gesagt. Niemals. Entschuldigung, Herr Eisenherz, ich finde den Vorschlag außerordentlich gut. Frank. Was will ein einzelnes Bleichgesicht gegen Shiba Big und die tapferen Comanchenkrieger ausrichten? Kein Comanche trägt eine Waffe am Heiligen Berg. Du bist klug, weißer Mann. Shiba Big wird dein Gesicht nicht vergessen. Da sind wir ja gerade noch mal davon gekommen, was, Frank? Gestatten, mein Name ist Frank. Hobble Frank. Ah, ihr seid der berühmte Hobble Frank. Von euch habe ich schon viel gehört. Dann müsst ihr Juggle Fred sein. Der Gaukler. Und Scout. Wir sind auf dem Weg nach Helmers Home. Da will ich auch hin. Ja, dann reiten wir doch gemeinsam. Gut. Einverstanden. Bloody Fox, der kennt den Weg ja schon. Also aufs Pferd und ab nach Helmers Home. Voll bepackt mit schweren Sachen hat der Fred meist nicht zu lachen. Nicht alle Wege führen uns nach Rom. Nicht so schnell. Komm, galopp. Ab. Bruder kennt das Wasser, das Clear Brook genannt wird. Am Rande des Llano Estacado steht eine alte Lebenseiche, deren Wipfel verdorrt ist. Dort sehen wir uns wieder, Charlie.
Fünf Monde und zwei Sonnen werden vergehen. Wenn der Schatten des Baumes dreimal die Länge meines Bruders hat, wird Winnetou dort sein. Winnetous Herz ist froh, seinen Bruder Old Shatterhand nach so vielen Monden wiederzusehen. Winnetou, mein Bruder, ich freue mich. Mein Herz sehnte sich nach den Jagdgründen der Apachen und nach den herrlichen Zeiten, in denen wir sie durchstreift haben. Lange ist es her, Charlie, dass sich unsere Wege getrennt haben. Ja, sehr lange. Aber ich sehe, mein Bruder hat meine Sehnsucht gespürt. Und mir meinen Hatatitla mitgebracht. Ich pflege ihn für dich. Er ist immer noch jung und feurig wie vorher. Er hat dich vermisst. Ich kann es kaum erwarten, ihn zu reiten. Und natürlich Winnetous Volk wiederzusehen. Es wird noch eine Weile dauern, Charlie, bis wir in die Pueblos der Apachen reiten können. Winnetou sieht dunkle Wolken über den Llano Estacado. Die Llano-Geier plündern und morden. Ja, ich hab's gehört. Man sagt, sie wüten schlimmer als je zuvor. Und die Comanchen sollen auf dem Kriegspfad sein. Meine Späher haben berichtet, dass Häuptling Tewuashoe von den Geiern schwer verwundet wurde. Oh, das tut mir leid. Tewuashoe ist ein weiser Häuptling, aber sein Sohn Shibabik ist unberechenbar. Wie ein junger Mustang. Es wird schwer werden, die Comanchen vom Frieden zu überzeugen. Seit Jahren glimmt das Feuer des Hasses unter der Asche weiter. Doch die roten Völker müssen zusammenhalten, weil der weiße Mann ihnen nicht nur ihr Land nimmt, sondern auch ihren Stolz. Winnetou hofft, dass wir nicht zu spät kommen. Wir reiten zuerst nach Helmershom. Ich bin sicher, dort werden wir mehr erfahren. Und außerdem möchte ich ganz gerne wissen, was aus der kleinen Mary geworden ist. Der alte Helmers hatte die Weisheit eines Adlers. Seine Tochter ist noch jung, aber sie blickt in jede Seele wie in einen klaren Teich. Reiten wir, mein Bruder. Der Whisky ist zum Verkaufen da und nicht zum Versaufen. Verstanden, Mike? Ja, Miss Helmers. Und du, Griff? Ja, also ich meine... Verstanden? Oh, ja, saufen und nicht kaufen. Wunderbar. Wunderbar. Willkommen in Helmershom. Seid gegrüßt, Miss.
Ich will mit einem Trek durch den Jarl und bin hier, um Proviant zu kaufen. Hier ist meine Liste. Mike, Chris, ja? Holt die Sachen für den Gentleman aus dem Lager. Ja, okay. Einsame Gegend. Für eine junge, hübsche Lady. Danke für das Kompliment. Aber Ladies gibt es vielleicht in Boston oder Atlanta. Hier ist für eine Lady kein Platz. Sorry, ich wollte nicht beleidigen. Mein Name ist Leader. Ich bin Anwalt von der Ostküste. Ich bin hier, weil ich Diamanten kaufen will. Einen großen Haufen Diamanten. Die würden euch sicherlich prächtig stehen. Ich mache mir nichts aus Diamanten. Man kann sie weder essen, noch kann man damit schießen. Also sind sie nichts wert. Was bin ich Ihnen schuldig? Das Übliche. Stimmt so. Danke. Mike? Wir wollen weiter. In ein paar Stunden treffen wir am Blauten Peak unseren Scout, den Juggle Fred. Ihr seid gut beraten, nicht allein durch die Wüste zu ziehen. Es stirbt sich leicht im Janu Estacado. Ich weiß, aber trotzdem. Danke für die Warnung, Miss. So long. So long. Helf mir! Mann, ist hinter mir her! Wer ist hinter euch her? Die Comanchen. Wer seid ihr? Ein Priester? Zumindest seht ihr so aus. Mein Name ist Tobias Preisegott Burton. Ich bin ein Heiliger der letzten Tage. Ein Mormone seid ihr? Ja. Dann nehmt mal gleich eure frommen Missionsstiefelchen wieder in die Hand. Ich dulde keinen Seelenverkäufer in meinem Settlement. Es ist nicht meine Absicht, die Bewohner dieses gesegneten Hauses zu bekehren. Ich bitte nur um Schutz vor den Indianern. Na gut. Auch wenn mir euer Gesicht nicht sonderlich gefällt. Ja, ja. Die Gerechten sind schon sehr verkannt. Wo ist euer Pferd? Mein Pferd ist... Ich besitze keines. Ich gehe auf den Füßen der Demut durch das Land. Ja, ja. Das wollt ihr mir erzählen? Ja. Glaubt ihr, ich bin blind? Ihr habt euch den Stoff von der inneren Seite der Hose geritten. Ihr habt Sporenlöcher an den Stiefeln. Und wenn ihr nochmal eure Sporen in die Jackentasche steckt, dann seht zu, dass sie nicht rausgucken. Die Spuren habe ich gefunden. Ja. Es ist mir egal, ob ihr ein Pferd habt oder nicht. Meinetwegen könnt ihr auf Schlittschuhen durch die Welt schlittern. Nehmt ihn mit! Na, komm mal mit. Nehmt mein Pferd. Der Ruf des Falken? Bloody Fox! Lang ist es her, dass du weggeritten bist. Aus dem kleinen Mädchen ist eine schöne Frau geworden. Wen hast du denn da mitgebracht? Zwei berühmte Westleute. Hobble Frank und Juggle Fred. Willkommen in Helmers Home. Danke, Danke, Lady. Ihr könnt die Tiere dort rüberbringen. Good. Mike, Chris, holt die Tische raus. Sag, wo ist John? Vater ist tot. Was? Die Janu-Geier haben ihn ermordet. Ja, ja. Die Wege des Herrn sind unergründlich. Was sind das für Menschen, die etwas so Schreckliches tun? Diebe, Mörder. Sie terrorisieren diese Plains, solange ich denken kann. Sie stecken die Wegweiser um, sodass die Reisenden sich verirren. Und wenn sie erschöpft sind, fallen die Geier über sie her. Das ist der teuflisch. Ja, auch meine Eltern wurden von den Janu-Geiern ermordet. Ich war damals noch ein Kind, gerade 8 Jahre alt. Mein Vater hat ihn gefunden. Blut überströmt.
Im Fieber schrie er immer nur den Namen Fox. Deshalb nannten wir ihn Bloody Fox. An meinen richtigen Namen erinnere ich mich nicht. Und sonst ist euch nichts in Erinnerung geblieben? Nur das Gesicht des Mörders habe ich im Gedächtnis. Ein Mann mit feuerrotem Haar. Aber ich wünschte, ich hätte auch das vergessen. Dann würde mich nicht das heiße Verlangen nach Rache immer und immer wieder hinaus in die Wüste treiben. Mein Vater hat Bloody Fox bei uns aufgenommen. Ja. John Helmers ist wie ein Vater zu mir gewesen. Aber ich konnte nicht bleiben. Ich musste immer wieder hinaus. Wie ein Falke, dem die Geier die Alten zerrissen haben. Und der über der blutigen Stätte kreisen muss, bis er auf die Mörder seiner Eltern trifft. Und bei Gott, das werde ich. Und wenn der Tod des Mörders auch meiner ist! Das Gleiche scheint der Geist des Jano Estacado zu wollen. Geist? Geister? Fred, schon wieder Geister? Geister? Wovon sprecht ihr? Was? Kennt ihr nicht die Legende vom Geist des Jano Estacado? Nein. Fox, und du bist niemals diesem Geist begegnet? Doch, auch ich habe schon viel vom Geist des Jano Estacado gehört, ja. Aber Herr Fox, Sie kennen doch wenigstens das Lied vom Geist des Jano Estacado. Ihr wollt doch wohl nicht schon wieder singen. Nein, nein, Entschuldigung. Ich mochte dieses Lied noch nie. Ach, Fox, verdirb uns doch nicht den Spaß. Also ich bin der Meinung, man sollte feiern, solange man noch Grund dazu hat, ja? Miss Mary? Miss Mary? Jetzt wollen wir erstmal ordentlich ein Kippen. Ja. Ich gehe ja schon. Wer ist denn eigentlich dieser Gentleman in dem schwarzen Zwirn? Psst, Fred. Das ist der örtliche Bestattungsunternehmer. Hier, Männer, eure Drinks. Ja. Trinkt ihr auch einen mit? Oh nein, danke. Ich bin Mormone und Mormonen trinken nicht. Ah ja. Also, wir trinken auf das Andenken von John Helmers. Auf John Helmers. Helmers. Miss Mary, kriege ich denn meinen Drink mit Schuss? Oh, jetzt wird er aber fahren. Der weiße Gottesmann verbirgt sich bei denen, die den Heiligen Berg geschändet haben. Du Hund hast auf den großen Tewa Shoal geschossen und du gehörst zu den Geiern des Jano. Ist das wahr? Der rote Mann irrt sich. Ich bin nicht der, den ihr sucht. Schieberwick wird seinen Skalp nehmen. Halt, Schieberwick! Hier gibt es keine Lynchjustiz. Wir werden diesen Mann verteidigen. Die Bleichgesichter sind umzingelt. Legt die Waffen weg! Das Bleichgesicht, das mit den Apachen im Bund ist! Du Hund sollst den Zorn der Comanchen zu spüren bekommen! Kennt Chibabik mein Zaubergewehr nicht? Es kann öfter schießen, als Sterne am Himmel sind. Chibabik wird sich nicht noch einmal von einem einzelnen Bleichgesicht besiegen lassen! Chibabik irrt! Ich bin nicht allein! Chibabik! Befehle deinen Kriegern, sich zurückzuziehen. Chibabik wird die Kröte, die auf Tewa Shoal geschossen hat, mit sich nehmen. Niemand wird dich daran hindern. Aber wo ist er? Er ist geflohen. Finde ihn. Willst du Unschuldige für die Tat eines anderen bestrafen? Chibabik hat schon genug Unheil angerichtet und Helmers Home niedergebrannt. Winnetou ist ein Verräter am roten Volk und Shatterhand sein Verbündeter. Chibabik wird zurückkehren. Nicht nur die Bleichgesichter sind seine Feinde, sondern auch die Apache, die ihre Seele an die Weißen verkauft haben.
Danke, Winnetou. Ja, Moment mal, Miss Mary. Also, Herr Winnetou, ich hätte die Indianer schon umzingelt, und zwar ich ganz alleine. Oh, Frank, kannst du nicht einfach mal deine Klappe halten? Komm, Beeilung, ich muss noch einen Trek durch den Llano führen. Shatterhand. Schön, dich zu sehen. Mary, ich freue mich. Das ist Bloody Fox, was? Ja, die weiße Frau hat ihr Heim verloren. Hier können Sie nicht bleiben, Mary. Am besten Sie reiten mit Hobblefang und Juggle Fred zum Track der deutschen Siedler. Bei den beiden sind Sie in guten Händen. Reitest du mit uns, Fox? Ich habe noch etwas zu erledigen, aber ich komme nach später. Versprochen, Mary. Komm, komm rein, komm. Ein merkwürdiger Mann, dieser Bloody Fox. Er scheint ein einsamer Wanderer zu sein, der zwischen zweier Welten reitet. Er ist wie der Vogel in der Luft und das Tier im Wald. Wozu noch lange Zeit verlieren? Reiten wir zum Dreck, sonst sind die Deutschen erschossen, bevor wir da sind. Ausnahmsweise hast du mal recht, Frank. Wir folgen erstmal den Spuren des Mannes, der auf Tevua Shoal geschossen hat. Vielleicht führt er uns zu den Llano-Geiern. Seid wachsam, die Geiern kreisen überall. Auf den Felsen werden wir die Spuren verlieren. Also wenn er tatsächlich zu den Geiern gehört, dann haben die es vermutlich auf den Track abgesehen. Du hast recht. Was ist das? Niemals zuvor hörte ich dieses Geräusch. Es klingt wie die Hufe eines Pferdes, aber zugleich auch nicht. War das ein Geist oder ein Mensch? Der Geist des Llano Estacado. Winnetou fürchtet den Geist nicht, auch wenn schon viele Männer vor seinem Gewehr gefallen sind. Er hat Banditen für ihre Taten bestraft und damit vermutlich vielen Menschen das Leben gerettet. Es ist ein guter Geist, der über Llano Estacado wacht. Nein, mein Bruder. Ich glaube nicht, dass der Geist ein Bote Manitos ist, sondern ein Mensch aus Fleisch und Blut. Winnetou fühlt den Tod im Llano Estacado. Ja, unsere Wege müssen sich trennen, mein Bruder. Ich reite zu den Siedlern und warne sie. Gut, Charlie. Und Winnetou reitet ins Lager der Comanchen, um mit Shiba Beak zu sprechen. Sein Hass kann gefährlich für einen Indianer Estacado werden. Manitou wird über unsere Wege wachen. Okay, lasst uns die letzten Pfähle setzen. Einen da oben, einen da und einen da drüben. Die nächsten Siedler, die an diese Stelle kommen, finden den Weg zurück sowieso nicht mehr. Dann haben wir ein leichtes Spiel. Ach, da kommt ja Burton. Wir sagten, du bist so ins Gebet vertieft, dass du uns ganz vergessen hast. Umwerfen, komisch. Während ihr diese lächerlichen Pfähle in den Boden gerammt habt, habe ich etwas herausgefunden. Mit den Siedlern zieht ein Diamond Boy durch den Llano. Ein Diamantenhändler? Mhm. Ja, Leute, worauf warten wir noch, ne? Willst du dabei abgeknallt werden? Schon wieder ein Anfall von Feigheit, Priester? Ach, Quatsch! Aber dummerweise haben sich die Deutschen mit einem Scout verabredet. Diesem Juggle Fred.
Ja, dann versuch vor ihm beim Treck zu sein. Vielleicht kannst du die Kerle für dich gewinnen. Los, schwör ab. Ich lass mir von dir nichts befehlen, damit das klar ist. Dein Weichei! Abknallen sollte man das ganze Gesinde, bevor es von selbst verreckt. Verdirbt doch noch den ganzen Spaß, oder? Also, lasst uns reiten. Seht mal! Was ist das? Kommt, darüber! Verflucht nochmal! Was ist denn das? Los! Nach oben! Jetzt ist aber Schluss mit dem Humbug! Los! Knallt sie ab! Mein Gott! Was für ein Wesen ist das? Ich weiß es nicht! Ich weiß es nicht! Stuart! Das ist ein Geist! Schieß doch! Schieß doch endlich! Dieser Schweinehund muss doch zu treffen sein! Dieser verdammte Schweinehund muss doch zu treffen sein! Herr Fonso! Los, er ist verletzt! Lass uns abhauen! Mr. Lieder, hier stehen die Pfähle. Wir sind berechtigt. Gut, Schmidt. Holt die anderen. Sag, okay, dass wir hier sind. Im Himmel sei Dank, dass wir euch getroffen haben, Vater Burton. Sonst wären wir bestimmt diesem Teufel in die Finger geraten. Das kann gut sein. Er hat sich euch bestimmt als fabelhafter Scout angepriesen. Aber in Wirklichkeit ist dieser Jugglefeld ein ganz gerissener Gauner. Nicht auszudenken, was der mit uns gemacht hätte. Bestohlen hätte er euch. Und er wäre mit allen Vorräten verschwunden. Ja? Hier ist ein guter Platz. Ich schlage vor, hier Rast zu machen. Die Pferde müssen versorgt werden. Ihr habt recht, Vater Burton, wir rasten hier. Samantha! Seit wir im Westen sind, heiße ich nicht mehr Samantha, sondern Sam. Na dann meinetwegen Sam. Aber dass du in Jungskleidung herumläufst, das finde ich absolut albern. Ich will aber ein Westmann werden. Westfrauen gibt's nämlich nicht. Na, träum ruhig weiter. Aber dass du uns nicht wieder abhaust, verstanden? Beim nächsten Mal gibt's kein Pardon. Davor beginnt das Indianerland. Bin ich denn schon mal abgehauen? Oh, du frag nicht so dumm. Gib deinen Ziegen was zu saufen, ja? Ja, Mr. Leader. Vater Burton? Ja? Ihr seid herzlich eingeladen, mit uns zu essen. Viel ist es allerdings nicht, was wir Ihnen bieten können. Oh, ich bin sehr anspruchslos. Ich bin mit dem zufrieden, was Gott, der Herr, seinem ergebenen Diener schenkt. Ah! Paul! Kommt runter, wir rasten hier! Fahrt euer Wagen hier hin, ja?
Thomas, fahr deinen Wagen neben dem von Paul. Kommt runter, Leute. Wir machen eine Rast. Lasst uns was Schönes zu essen machen. Ich hab Hunger, ja? Mr. Leader? Ja? Kommt einmal zu mir. Ihr seid doch gar kein Deutscher. Wieso zieht ihr da mit diesem Treck? Weil ich Diamanten kaufen will. Ach. Habt ihr denn genügend Bargeld bei euch? Na, darauf will ich wetten. Ich gebe euch einen guten Rat. Versteckt die Scheine gut. Das habe ich schon. Ja? Können Sie sie hier noch sehen? Nein. Hier kannst du keine Lunke finden. Kein weißer und auch kein roter. Habt ihr denn Angst vor den Roten, Mr. Leader? Na, das fällt mir nicht ein. Wenn mir einer zu nahe kommt, schieße ich ihn über den Haufen. Auf einen Roten mehr oder weniger kommt es doch nicht an. Gott der Herr sieht auf ein rotes Kind genauso liebevoll wie auf ein weißes, Mr. Leader. Wollt ihr damit sagen, dass ihr diese Insmen für richtige Menschen haltet? Ja. Das ist ja fast Mr. Leader. Gibt es bei den Indianern nicht auch kleine Jungen und kleine Mädchen? Die Indianer sind wilde, Sam. Merkt ihr das? Ihre Hautfarbe ist so rot wie die Haut des Teufels. Lasst uns tanzen! Tanzen? Wir haben doch unser Grammophon dabei. Ja! Na, Schmidt, dann machen wir eine schöne Musik. Selbstredend. Unsere gesamten Vorräte. Wir müssen sofort aufbrechen und auf dem schnellsten Weg den Indianer verlassen. Kommt! Ja, kommt, lasst uns auf. Schnell! Beeilt euch! Schnell! Dankeschön. Dankeschön, ja. Okay. Wir müssen weiter. Danke sehr. Beeilt euch! Wenn der erste Wagen fertig ist, gleich weg! Und hinterher! Beeilung, Beeilung! Komm! Und los! Na.
Geige überm Tal. Oh, Frank, hör bloß auf zu singen. Ohne Bier wird jeder Ritt zur Qual. Frank! Es gibt in ganz Texas keinen Westmann, der so außergewöhnlich musiziert wie ich. Ja, in der Tat, außergewöhnlich. Sag mal, Fred, ist das hier nicht der tomografische Punkt, an dem uns der Treck der Deutschen erwarten sollte? Genau hier. Im Schatten dieser Felsen wollten die Deutschen lagern. Der Treck muss vor Stunden hier gewesen sein. Die Spuren sind fast verweht. Fred? Frank? Seit wann versteht eine hübsche junge Dame was vom Spurenlesen? Ich bin zwar schon taub von deinem Gesang, aber noch nicht blind. Frank, das hat gesessen. Ha! Diese Feder habt ihr übersehen. Eine Truthahnfeder. Truthahn, im Weiblichen auch gerne einmal Truthuhn genannt. Das wären dann die Mädels. Lateinisch Hanus Trutus. Kommt auf unserem Kontinent in zwei Sorten vor. Freifliegend wird er ungefähr 5 bis 6 Jahre alt, wenn er sich verirrt. Und in einer Küche landet, kann es sein, dass er sein Lebensziel schon nach einem Jahr erreicht hat. Truthahn, Hanus Trutus. Lupft in der Regel so durch die Gegend, Frank, und versucht zu starten und zu landen wie ein Albatros. Frank, könnte es nicht auch sein, dass dies eine Federus Comanchus ist und die Burschen uns bereits umzingelt haben? Das könnte natürlich auch sein. Frank? Hm. Ah! Die Bleichgesichter sind Gefangene der Comanchen. Was willst du, Schieberweg? Der Kampf ist vorbei. Der Kampf hat noch gar nicht begonnen. Diese Bleichgesichter schänden die Gräber unserer Ahnen und glauben, dass die Comanchen blind sind wie junge Hunde. Ein weißer Gottesmann schießt auf den großen Tevoer-Schol. Und die Weißen glauben, dass die Comanchen taub sind wie ein altes Weib. Doch auch die Roten haben Augen, um zu sehen. Und Ohren, um zu hören. Und Herzen, um zu spüren, wenn die Weißen ihr Land zerstören. Und dafür haben sie den Tod verdient. Moment. Komm mal her, du! Die Gefangenen frei! Dies ist nicht dein Kampf, Bleichgesicht! Wenn du meine Freunde töten willst, das ist sehr wohl mein Kampf. Du bist blind vor Wut, Schieberbeck. Das ist unwürdig für den Sohn des Häuptlings. Deine Worte sind vergiftet, Shatterhand. 1000 Tode sollst du am Marterpfahl sterben! Schieberbeck kennt mein Zaubergewehr. Viele seiner Krieger werden sterben. Ich bin so schnell, ich kann nicht mehr mit! Gut. Fadi! Dieses Mal werden wir euch ziehen lassen. Fadi! Halte den Jungen! Manni! Dich schickt Manitou! Shatterhand! Wenn du dein Zaubergewehr sprechen lässt, stirbt der Junge! Schieberweg irrt. Manitou schickt ihm kein Kind als Geisel. Mein Zaubergewehr wird nicht sprechen. Noch nicht. Schieberweg, du bist ein Feigling. Schieberweg spricht jetzt nicht mit einer Squaw. Die Bleichgesichter werden mitkommen ins Lager der Comanchen. Dort wartet der Matterpfahl. Der weiße Jäger aber soll frei bleiben. Er wird mit der Schande leben müssen, dass er diese Squaw, das Kind und diese Hundesöhne nicht befreien konnte. Ja.
Buddy. Na, wer ist jetzt hier der Hundesohn, ne? Keine Sorge, wir holen dein Herrchen da schon wieder raus. Ich hab zwar nicht so eine gute Nase wie du, aber wir finden ihn. Schneller, als du mit dem Schwanz wedeln kannst. Na komm, komm, Buddy, komm, hopp, tschick. Shiba Big kehrt zurück. Er hat Bleichgesichter als Gefangene. Shiba Big bringt diejenigen, die am Heiligen Berg das Andenken unserer Ahnen geschändet und Leid über unseren Stamm gebracht haben. Bringt sie ins Lager. Tragt die Farbe des Todes. Tevuashol, der große Feuerstern, Häuptling der Comanchen, ist tot. Stimmt das Lied des Todes an?
einen Stein. Es ist schwer von Trauer um meinen Vater. Kalt im Wissen, dass kein Vertrag die Weißen aus unserem Lande fernhalten wird. Und hart im Entschluss zu kämpfen, solange ich lebe und atme. Sheba Beg, mein roter Bruder. Winnetou teilt deinen Schmerz um den großen Häuptling Tewa Shor und erachtet die Schwere der Bürde, die nun auf deinen Schultern lastet. Aber es ist nicht die Rache, die diese Bürde leichter macht. Es ist die Freundschaft. Winnetou spricht mit gespaltener Zunge. Er will die Bleichgesichter vor dem Marterpfahl bewahren. Unschuldige will Winnetou bewahren. Der Mörder soll seiner gerechten Strafe nicht entgehen. Weißes Blut ist weißes Blut. Und für Sheba Beg ist auch Winnetou ein Weißer. Seit dem Tag, an dem sich sein Blut mit dem eines Weißen mischte. Ergreift ihn! Zusammen mit den Bleichgesichtern soll er am Marterpfahl sterben. Halt dich fest, Mary! Ich bringe dich in Sicherheit! Wir wollen die Pause nutzen, um Ihnen Menschen und Tiere aus dem Stück ein wenig näher zu bringen. Während der Proben haben wir Hauptdarsteller, Komparsen und Tiertrainer beobachtet. Vor Planwagen und Kutsche oder als Reittier für Indianer und Cowboys, 30 Pferde müssen trainiert und gut vorbereitet werden für 72 Aufführungen. Tag für Tag sorgfältige Pflege und immer wieder Training, Pferdealltag in Bad Segeberg. Sylvia Kassel ist die verantwortliche Pferdetrainerin. Sie entscheidet, welcher Vierbeiner mitmachen darf und welcher nicht. Ja, was ist denn das Besondere an diesen Pferden? Was müssen sie mitbringen, um hier mitspielen zu dürfen? Ja, sie dürfen nicht zu groß sein. Das heißt, sie haben Stockmaß von 1,50 Meter bis 1,60 Meter und müssen eigentlich sehr ruhig vom Verhalten her sein. Sie müssen das Schießen abkönnen, das wird alles antrainiert und... und dann merken wir eigentlich beim Training, ob sie es mitmachen oder nicht, ob sie das Nervenkostüm haben, ob sie sich an gewisse Sachen gewöhnen lassen. Zum Beispiel an Schüsse und Explosionen. Diese beiden Pferde erleben gleich zum ersten Mal einen Schuss aus nächster Nähe. Okay. Die Knallerei hat dem Pferd nicht so gefallen. Durchstarten zum zweiten Versuch. Okay. Achtung! Schuss! Gut, super. Was ist mit meinem Ohr, sag mal? Unverschämtheit! Schauspielerohren müssen Schüsse abkönnen. Es sind natürlich nicht alles ausgebildete Schauspieler, die bei Untergeiern mitwirken. 40 Komparsen bilden Indianervolk, Cowboys und Banditen. Sie haben sonst im richtigen Leben eher nichts mit Western-Idylle am Hut. Ich bin sonst eine Hausfrau und Mutter im Erziehungsurlaub gerade. Ja. Und aber haben mit Pferden zu tun schon. Habe auch ein eigenes Pferd, genau. Wie sind Sie an diesen Job gekommen? Wie macht man das so? Oh, Zufall eigentlich. Ich habe es im Radio gehört, mich gemeldet und naja, halt beworben und es war Glück. Die einen reiten, sind mal Indianer vom Stamme der Comanchen, mal Gangster aus der Geierbande. Und die anderen, die gehören zum Fußvolk. Die Komparsen kommen aus ganz Schleswig-Holstein, arbeiten in verschiedenen Berufen oder gehen noch zur Schule. Unsere Mitschüler sind oft neidisch, erzählen die jungen Statisten, sind doch die Kleindarstellerrollen heiß begehrt und nur wenige der zahlreichen Bewerber haben Erfolg. Und wenn sie es geschafft haben, sind sie mit Leib und Seele dabei, nach der Arbeit oder der Schule.
Manchmal ist während der Aufführung ziemlich viel Hektik angesagt. Ja, wir haben auch einmal so einen schnellen Umzug. Da haben wir gerade mal 5 Minuten Zeit, um dieses Kostüm auszuziehen. Dann müssen wir uns als Indianer umziehen, Perücke aufsetzen, schminken und das alles. Und das ist auch ziemlich stressig. Immer gute Stimmung, der eine ist für den anderen da. Im Laufe der 2-monatigen Aufführungszeit wächst das Zusammengehörigkeitsgefühl. Karl-May-Spiele, für die meisten Komparsen der Höhepunkt des Jahres. Ja, es macht sehr viel Spaß. Und vor allem die ganze Familie, das ist einfach eine Familie, die ist eine Großfamilie. Das ist so schön. Und ich sage immer, einmal Karl-May, immer Karl-May. Ja. Als Komparse muss man schnell und flexibel sein. Die Verwandlung hinter der Bühne vom biederen deutschen Siedler zum Comanchen, manchmal dauert sie nur ein paar Sekunden. Probenarbeit. Regisseur Jürgen Lederer, selbst Schauspieler und Mitglied im Ensemble des Hamburger Ohnsorgtheaters, geht eine Szene mit Hobble Frank und Jagelfried durch. Proben bei den Karl-May-Spielen, sie unterscheiden sich von denen in Theaterhäusern. Sie sind zeitaufwendiger und führen oft zu langen Wartepausen. Ich soll mich einmal drehen. Hauptdarsteller Horst Jansson nutzt die Zeit für Lockerungsübungen und Winnetou gönnt sich einen Kaffee. Gojko Mitic neben Pierre Brice, der Winnetou-Darsteller schlechthin. »30 Jahre Indianererfahrung beim Film, das 7. Jahr als Winnetou in Bad Segeberg. Der 58-jährige Publikumsliebling zeigt sich voll fit und mal kämpferisch, aber auch weise und nicht nur in der Rolle. Die Geschichte der Indianer, für Mitic mehr als ein Karl-May-Abenteuer.« »Ich habe mich natürlich für die Indianergeschichte interessiert. Und das ist natürlich, ich glaube, jeder von uns, der ein bisschen in Kontakt kommt, der lernt zu schätzen, dieses Volk. Dessen Weisheiten, dessen Einstellungen zur Natur, im Anklang der Natur zu leben, dass man von der Natur nur das nimmt, was man braucht und nicht mehr. Und das ist vielleicht auch eine Kritik an uns Weißen, dass man sich besinnt und sagt, mal, Moment, wie weit können wir gehen und von dieser Mutter Erde alles wegnehmen. Vom philosophischen Winnetou zum sportlichen Old Shatterhand. So, die ersten Heldentaten sind besiegelt. Auf geht's zu neuen Taten. Von einem Auftrittsort zum anderen muss Horst Jansson mit dem Rad einmal um den Kalkberg. Den meisten ist der 62-jährige Schauspieler immer noch als der Bastian aus der gleichnamigen 70er-Jahre-Fernsehserie bekannt. Eine Figur, auf die er heute noch ständig angesprochen wird. Old Shatterhand am Kalkberg, für Jansson eine Rolle, die auch das Kind im Manne weckt. Ja, hier ist es eine Mischung zwischen Spielen, wie Sie gesagt haben, Kind im Mann spüren und vor allen Dingen sportlichen Leistungen. Denn das tägliche Reiten und Klettern und sich hier rumprügeln und rennen, und das ist schon anstrengend. Schon Zipperlein, nö? Nein, ich habe kein Zipperlein, aber man muss halt gut trainiert sein und das macht auch Spaß. Und außerdem profitiert man ja auch ein bisschen was davon. Ich meine, es ist ja nicht schlecht, wenn man sich ein bisschen bewegt. Tiertrainer Olaf Wahle tut hinter der Bühne sein Bestes, um Buddy zurückzupfeifen. Doch der Labrador-Mischling hat gerade ziemlich viel Spaß. Wenn du dein Zaubergewehr sprechen lässt, stirbt der Junge! Schieberbeck irrt. Manitou schickt ihn ein Kind als Geist. Na, das hat doch geklappt. Wahle kann sich eben auf Buddy verlassen. Aber draußen in der Arena geht die Vorstellung weiter und Buddy muss noch mal raus. Ich hab zwar nicht so eine gute Nase wie du, aber wir finden ihn. Schneller, als du mit dem Schwanz wedeln kannst. Na komm, komm, Buddy, komm, hopp, tschick. Und schnell wieder zu Herrchen. Buddy ist aber längst nicht das einzige Kind von Olaf Wahle. Und noch etwas macht den Jano Estacado so gefährlich. Geier. Das ist sie, die heimliche Hauptdarstellerin und Namensgeberin des Stücks, Geierdame Dolly. Komm her.
Dolly ist erst anderthalb Jahre jung. Trainer Olaf Wahle, ausgebildeter Tierpflegemeister und Falkner, hat sie schon von klein auf. Wie trainiert man einen Geier? Im Prinzip ist sie Hand aufgezogen. Das heißt, also ist Menschen gewohnt. Und das geht über den Futtertrieb, also genau wie in der Falknerei. Sie weiß, oder sie geht mit denjenigen, der sie aufzieht, eine ja, Kind-Vater-Mutter-Beziehung ein. Und derjenige ist auch derjenige, der das Futter gibt. Und ja, dadurch kommt sie also immer zu denjenigen hin, den sie also kennt, der ihr vertraut ist. Normalerweise ist es so bei Geiern, die beißen furchtbar dolle. Und gerade der Schnabel reicht also, um jetzt den Finger abzubeißen. Und sie ist aber so menschenfixiert, dass sie das also überhaupt nicht macht. Man kann also den Finger da reinstecken und sie ist total lieb. Und total neugierig. Eigentlich sollte sie in der Aufführung auch fliegen, doch die Zuschauer lenken sie zu sehr ab. Deshalb darf Dolly nur auf diesem Felsen sitzen. Die Pause geht zu Ende. Im zweiten Teil von Karl Mais und der Geiern, der Geist des Lano Estacado, wird's nochmal richtig spannend. Nach der Aufführung machen wir für Sie die Trickkiste auf. Wir haben Pyrotechniker und Stuntmen bei der Arbeit zugeschaut und die zeigen uns einige ihrer Tricks. Doch jetzt viel Spaß im zweiten Teil der Vorstellung. Der Comanchen! Die Tage des Friedens sind vorbei. Der weiße Mann glaubt nicht an den großen Geist. Ein friedliches Leben mit ihm kann es nicht geben. Also lasst uns nun Manitou um Kraft bitten für den Kampf gegen die Weißen! Und warum werde ich nicht an den Marterpfahl gebunden? Shibabik bindet kein Kind an den Marterpfahl. Kind? Ha! Ich bin genauso ein starker Krieger wie die anderen auch. Du bringst uns um Kopf und Kragen, mein Kind. Ich bin kein Kind. Ich bin ein tapferer Krieger. Gut, tapferer Krieger. Binde den. Du Dämlack, du hättest uns alle befreien können. Noch lauter. Du Dämlack, du hättest uns alle befreien können. Wenn wir hier jemals lebend wieder herauskommen, erinnere mich daran, dass ich mit dir kein Wort mehr rede. Und wenn wir hier nicht lebend rauskommen, rede ich auch nicht mehr mit dir. Winnetou spürt, dass Soul Shatterhand nicht mehr fern ist. Bloody Fox hat sie befreit. Okay, weg hier, weg hier. Frank, komm. Ich wusste, dass mein Bruder kommen wird.
Die Gefangenen wollen fliehen! Die Feiglinge wollten fliehen! Du wagst es, Winnetou einen Feigling zu nennen? Hüte deine Zunge! Meine Krieger werden dich zerreißen! Schieberbig ist nur mutig, wenn seine Krieger vor ihm stehen. Aber wagst du es auch, allein gegen Winnetou zu kämpfen? Du willst Schieberbig verhöhnen? Gut, wir werden kämpfen! Yeah! Dann lass die Bleichgesichter frei. Wenn die Sonne zum zweiten Mal am Himmel steht, werden Schieberbig und Winnetou im singenden Tal zusammentreffen. Dort, wo schon unsere Väter und deren Väter im Angesicht Manitus ihre Häuptlingswürde entgegennahmen. Dort soll Schieberbig beweisen, dass er würdig ist, ein Häuptling zu sein. Gut. Warum aber sollte Schieberbig diese Bleichgesichter freilassen, jetzt, da auch Shatterhand in unserer Hand ist? Die Gefangenen sind nicht mehr gefesselt. Dein Mut ist groß, Shatterhand. Was aber sollte uns daran hindern, über euch herzufallen? Wenn einer deiner Krieger einen Schritt auf uns zumacht, dann lasse ich mein Zaubergewehr sprechen. Wir werden gemeinsam mit den Comanchen ins singende Tal ziehen, aber nicht als eure Gefangenen. Die Comanchen führen den Zug an und wir folgen. Du hast mein Wort, keiner von uns wird fliehen. Gut, Schieberbig ist einverstanden. Der Tomahawk des Kampfes soll stumpf bleiben, bis der Kampf beginnt. Was steht? Tja, jetzt ab ins singende Tal! Ja, ich reite und ich fliege und ich eil. Hör auf zu singen, noch viel Frank. Schneller als ein Comanchenpfeil. Ich glaube, du weißt gar nicht, was das ist, das singende Tal. Vielleicht verschiebt ihr eure Diskussion auf später, sonst überlegt es Schieberbig noch anders. Old Shatterhand hat recht. Es ist noch ein weiter Weg bis zum singenden Tal. Lass uns zurückreiten und die anderen befreien. Nein. Zuerst müssen wir dich in Sicherheit bringen. Schieberbig wird sie töten. Schieberbig braucht sie als Geiseln. Er wird ihnen nichts tun. Außerdem ist Winnetou bei ihnen. Und wo Winnetou ist, ist Shatterhand nicht weit. Er wird ihnen helfen. Wie kannst du dir so sicher sein? Sie sind Blutsbrüder. Einer ist für den anderen da, egal was passiert. Winnetou ist ein großer Häuptling. Und Shatterhand ist ein Mann, wie ihn die Weite des Llano Estacado noch nicht gesehen hat. Es muss schön sein, wenn jemand da ist, der zu einem steht. Du bist noch stiller geworden als früher, Fox. Hm. Wenn man jahrelang allein durch den Llano Estacado reitet, redet man nicht viel. Und all die Jahre hast du den Mörder deiner Eltern gesucht? Ja. Und ich werde ihn finden. Eines Tages. Schon bald. Da bin ich sicher. Und du bist nie diesem Geist begegnet? Stimmt es, dass er mordet? Die Legende sagt, dass er ein einsamer Rächer ist. Aber ich habe noch nie gehört, dass er einen Unschuldigen erwischt hat. Weißt du, wohin ich dich bringen will? Nein. In mein Zuhause. Du hast ein Zuhause? Ja. Hier im Llano? Ja, in der Mitte des Llano. Hast du jemals von der geheimen Oase gehört? Das ist doch nur eine Legende. Nein, es gibt sie wirklich. Dort ist mein Zuhause. Ist sie so wunderschön, wie man sich erzählt? Noch viel schöner. Aber man muss die Schönheit sehen können. Wer blind dafür ist, wird sie nicht entdecken. Werde ich sie sehen können? Aber ja doch. Vielleicht willst du nie wieder gehen. Jedenfalls hoffe ich das. Fox? Mary, ich möchte, dass du bei mir bleibst. Das wusste ich schon an dem Tag, als ich Helmers Home verließ. Aber wieso bist du dann gegangen? Es ging nicht anders. Erst muss ich den Mörder meiner Eltern finden und herausbekommen, wer ich wirklich bin. Erst dann werde ich frei sein. Komm, Mary. Lass uns weiterreiten. Fox? Mary? Ich freue mich auf unsere Oase.
Kommt, Männer! Wir wollen mal sehen, wie viel Seil wir brauchen für unseren kleinen Überraschungskuh. Los, Emilio, seil dich ab! Und ihr lasst das Seil da runter. Lauf darüber! Schnapp dir das Seil! Ja komm, weiter, weiter! Ja, so ist es gut. Zieh stramm! Klappt ja bestens. Okay, komm wieder rauf. Ja, ein bisschen flotter, wenn ich bitten darf, ja? Wir wollen ja nicht überwintern. So Leute, wenn nachher der Träg überfallen wird, dann muss einer von euch da unten das Seilende in den letzten Wagen einhängen. Und dann ziehen die Dummköpfe das Seil, ohne dass sie es merken, weiter für uns. Sodass wir dann wunderbar von oben ihnen ein blaues Wunder verpassen können. Und noch eins. Jetzt ist Schluss mit diesem Weichei-Gerede von Burton. Wir legen die Dreckgebanden auf unsere Weise, kapiert? Okay, der Dreck wird bald hier sein und dann wär's doch nicht schade, wenn Burton, dieser Schwätzer, gleich eine Kugel mit einfängt. Unfälle passieren nun mal. Aber Stuart, wir können Burton doch nicht einfach abknallen. Ach, können wir nicht. Nee. Das können wir nicht, Emilio, das wollen wir doch gleich mal sehen. So, jetzt kannst du dich ganz frei entscheiden, wer hier dein Boss ist. Burton! Schade, einen meiner Männer würde ich doch nie fallen lassen. Fallen lassen? Okay, okay, Stuart, du bist der Boss. Du allein! Lass mir Burton, das war nur ein Scherz! Ja, aber einer zum Tod. Los, zieh mich hoch! Los! Dass noch mal Glück gehabt! Noch jemand, der nicht weiß, wer hier der Boss ist? Nee, nee, du bist der Boss. Ja, ist alles klar, ne? Also, ihr ballert auf die Siedler. Burton gehört mir. Verstanden. Lasst uns in Deckung gehen. Singende Tal. Was ihr hier hört, Krieger, ist die Stimme Manitus. Schon unsere Väter und deren Väter haben hier seiner Stimme gelauscht. Das singende Tal, uralt und voller Weisheit.
Winnetou ist ein Verräter am roten Volk. Ist er ein Verräter, der Frieden will? Ein Zeichen Manitus. Die Gaia herrschen über Janu Estacado. Shiba Bik, erkenne, wer dein wahrer Feind ist. Erkenne, wer dein wahrer Feind? Das waren Tehuashoes Worte. Aber wenn Shiba Bik nicht kämpft, wird er in den Augen seiner Krieger ein Feigling sein. Wenn er am Rio Pecos niederkniet, um zu trinken, wird er im Wasser das Bild eines alten Weibes sehen. Shiba Bik, es ist mutiger, Frieden zu schließen, als Krieg zu führen. Der große Geist soll nicht länger mit ansehen, wie seine roten Kinder gegeneinander kämpfen. Shiba Bik, sei ein Bruder der Apachen. Auch die Bleichgesichter, die durch den Llano Estacado ziehen, brauchen deine Hilfe. Sie wollen nur ein wenig Land, um ihre Farmen zu bauen. Die Jagdgründe der Comanchen sind groß genug für beide. Sei ihr Freund. Shiba Bik weiß, dass Shatterhand ein weiser Krieger ist. Aber nicht alle Weißen sind wie er. Sie wollen nicht nur wenig Land der Roten, sie wollen alles. Diese weißen Männer sind unsere Feinde. Meine Ma und mein Pa wollen nur so viel, wie wir brauchen, um eine kleine Farm zu haben. Vielleicht gibt es doch noch Hoffnung, dass Rote und Weiße miteinander leben können. Manitou, großer Vater und Schöpfer allen Lebens, Winnetou spürt deinen Atem, den Wind der Prärie, der unseren Vätern den ersten Atem gab und ihren letzten empfing. Der Wind der Prärie hat viel gesehen. Er sah rote Männer, die in Frieden lebten. Sie gingen auf die Jagd, sie saßen am Lagerfeuer und sie ehrten die heilige Mutter Erde. Doch dann kam der weiße Mann. Wie ein Geier kreist er über der Prärie. Ich bin in einem freien Land geboren, wo der Wind ungehindert wehte und wo nichts das Licht der Sonne brach. Ich bin in einem Land geboren, wo es keine Zäune gab und wo alles Leben frei Atem schöpfen konnte. Lasst uns dieses Land nicht mit Mauern zerreißen und das Gesicht unserer Mutter Erde mit Steinen verbergen. Es wird der Tag kommen, an dem auch der weiße Mann begreift, dass niemand Krieg führen kann gegen die heilige Mutter Erde. Denn wer sie tötet,
tötet auch sich selbst. Vielleicht wird es zu spät sein. Aber vielleicht ist noch Zeit. Lasst uns die Tomahawks des Krieges begraben. So tief, dass weder Rote noch Weiße sie je wiederfinden können. Dann wird der Wind der Prärie den Rauch der Friedenspfeife in alle vier Himmelsrichtungen tragen und vom Frieden erzählen. Winnetous Worte sind weise und voller Liebe. Aber viele verdienen diese Liebe nicht. Manitou liebt auch Geschöpfe, von denen wir glauben, dass sie es nicht wert sind. Er liebt auch den Schakal, den grauen Bären, den Geier. Apropos Geier, ich finde, wir sollten uns jetzt endlich mal die Jano-Geier vorknüpfen. Also, ich werde den jede Feder einzeln ausrupfen. Frank hat recht. Der Trek ist in Gefahr. Reitet Sheba Big mit uns? Nein. Sheba Big muss erst den Mörder seines Vaters rächen. Gut. Dann lasst bitte Sam in euer Lager bringen. Es wäre zu gefährlich für ihn. Zu gefährlich? Für mich ist nicht zu gefährlich. Ich bin noch mutig. Sam, es ist nicht mutig, sich unnötig in Gefahr zu bringen. Im Gegenteil, es ist ein Zeichen von Klugheit, diese Gefahr zu meiden. Dann ist es wohl besser, ich reite mit Sheba Big, ja? Ja. Der junge Krieger ist weise. Wir wollen jetzt auch endlich mal auf dem Heldenklavier spielen. Also, reiten wir zum Treck. Tut das, warnt die Siedler. Das wird nicht ungefährlich. Könnte sein, dass wir ganz schön in die Schusslinie geraten. Winnetou und Old Shatterhand werden auf euch aufpassen. Der Tag der Entscheidung kommt näher. Die Geier kreisen immer tiefer. Tja, mein Bruder, der Kampf ist unvermeidbar. Es gibt eben Wesen, bei denen die Kraft der Liebe versagt. Die weißen Männer mit der Seele eines Panthers kann alle Liebe dieser Erde nicht retten. Mr. Leader, ja? Wir können nicht mehr weiter. Wir müssen die Nacht abwarten. Der Rest des Treks kommt schon nicht mehr mit. Vater Burton, wenn wir jetzt rasten, dann kommen die Tiere überhaupt nicht mehr hoch. Ist es nicht schon schlimm genug, dass wir den Jungen verloren haben? Muss denn noch mehr passieren? Nein, natürlich nicht. Aber sind Sie sicher, dass wir überhaupt auf dem richtigen Weg sind? Aber ja doch. Ihr seht doch hier die Pfähle, oder? Auf die können wir uns verlassen. Glaubt mir, morgen um diese Zeit wird alles vorüber sein. Ich schlage vor, ihr macht hier mit euren Leuten und den Tieren Rast. Aber bringt die Pferde in Sicherheit, falls etwas passieren sollte. Ich werde dem Rest des Trecks entgegenreiten, ja? In Ordnung. Gut. Fred, jetzt schau dir mal dieses Lager an. Oh, die perfekte Falle. Reiten wir den hohen Löwen. In die Höhle des Löwen. Wenn du schon mit Wissen um dich werfen musst, dann wenigstens richtig. Wer ist denn auf dem Gymnasium gewesen, du oder ich? Eine lächerliche Klasse hast du geschafft. Es waren drei. Ja, dreimal die gleiche. Jedenfalls fühle ich mich wie Herkules. Wer seid ihr denn? Gestatten. Mein Name ist Kules. Herr Kules. Im ganzen Westen als der Hobbelfrank bekannt. Mein Name ist Leader. Und ich bin Juggle Fred. Der Gaukler. Und Scout. Juggle Fred? Ihr seid der Schuft, vor dem uns der Prediger bewahrt hat? Schuft? Hieß euer Prediger zufälligerweise Burton? Ja, aber woher wisst ihr das? Seine Inkontinenz. Was? Seine Klugheit. Burton ist einer von den Jano-Geiern. Und vielleicht der schlimmste von allen. Vater Burton holt den zweiten Wagen. Wenn er wieder da ist, müssen Sie Ihre Anschuldigung beweisen, meine Herren. Das werden wir, Mr. Leader. Mr. Leader? Ja? Wie heißt es schon bei Shakespeare? Juckend sagt mein Daumen mir, etwas Böses naht sich hier. Ich bin mal gespannt, ob Burton zur Sache kommt. Er soll den Wachen die Kehlen durchschneiden und wir erledigen den Rest. Und Burton gleich mit. Einverstanden, Emil? Ah. Endlich angekommen. Wo ist Burton?
alle! Wo ist denn nun ihr, Mr. Burton? Das weiß ich auch nicht. Habt ihr noch Fliegenmilch? Hey, guck mal! Hey! Miss Mary! Und Bloody Fox! Was für eine Freude! Mr. Leader? Ja? Da kommt Miss Mary. Sie kann Ihnen bestätigen, wer Jugglefred wirklich ist. Hoppelfreck und Jugglefred! Bin froh, euch gesund und munter wiederzusehen. Wer hat euch befreit? Shatterhand! Old Shatterhand! Siehst du, Mary? Genau, wie ich dir gesagt habe. Miss Helmers, was macht ihr hier im Jano und wer ist euer Begleiter? Man nennt mich Fox. Bloody Fox. Die Comanchen haben mein Haus überfallen, kurz nachdem ihr fort wart. Es ist alles ausgebrannt. Das ist ja furchtbar. Und nun? Wir sind auf dem Weg durch den Jano, um Miss Helmers in Sicherheit zu bringen. Kann sie bei euch bleiben? Selbstverständlich. Gut. Miss Helmers, ihr seid uns jederzeit willkommen. Ich werde weiter den Spuren der Geierbande folgen. Mary, wir sehen uns später. Komm. Alles Gute, Fox. Miss Mary. Los, schnappen wir sie uns! Verdammt! Die Geier ist ja los! Bring die Pfarrer in Sicherheit! In die Höhle! Nicht gewinnen! Winnetou und Shatterhand sind das. Die Geier, sie fliehen! Lieber mit! Komm an, steht hier mit! Da! Bert! Na, Burton? Schon wieder Schweißausbrüche bekommen im sicheren Versteck? Aber dein Job ist ohnehin beendet, du Klugschwätzer, du. Ihr Schweine habt versucht, mich umzubringen. Los, komm rauf, du jämmerlicher Feigling. Und kämpf mit mir, Mann gegen Mann. Kämpfen? Warum sollen wir denn kämpfen? Für uns beide ist doch genug da. In unserem Versteck lagert so viel Beute, dass wir beide davon reich werden können, Stuart. Warum sollen wir dann kämpfen? Pass auf, ich komm rauf und hol die Beute. Du kannst dich auf mich verlassen. Nichts da! Schon wieder einer deiner faulen Tricks. Ich hole die Beute. Und ich werde dir nicht den Rücken zukehren. Na gut, wie du willst. Pass auf, hinter dir! Das hat er jetzt davon. Wir werden die Spur dieses Kojoten nicht verlieren. Bald wird es keine Jano-Geier mehr geben. Solange Burton frei ist, wird keine Ruhe sein. Das verdammte Schwein. Der Geist des Jano ist Akado. Es gibt ihn also wirklich. Diesmal wird Burton nicht entkommen. Der Geist des Jano ist Akado kennt keine Gnade. Die Legende ist also wahr. Der Geist hat noch jeden Geier erwischt. Burton wird der Letzte sein.
Na gut. Ich ergebe mich. Fox? Du bist der Geist des Jano? Ja. Komm, mein Pferd. Burton! Ich gebe dir jetzt eine Chance, die du keinem deiner Opfer gegeben hast. Steig ab und kämpf! Wie ein Mann! Oder bist du zu feige dazu? Ich zu feige? Nimm mein Pferd. Ohne Waffen, Burton! Na gut. Ohne Waffen. Ja. Das ist der Name, den mein Vater sagte, kurz bevor er starb. Burton, du Bastard. Du bist der Mörder meiner Eltern. Ja, ich bin Stealing Fox. Aber mich hat doch keiner zur Strecke gebracht. Das wird auch euch nicht gelingen. Na? Was jetzt, Burton, hä? Amen. Komm, Burton, hol dir deinen Lohn! Gut, ich seh's ein. Ich ergebe mich. Burton! Schnall das Schwein doch endlich ab! Burton, bleib stehen! Burton! Du sollst stehen bleiben! Du hast keine Chance! Burton! Du bist der Einzige, der weiß, wer meine Eltern waren! Na und? Burton! Ja. Gut, Bloody Fox. Ja. Ich sage dir, wer deine Eltern waren. Und ich weiß auch genau, wer du in Wirklichkeit bist. Ja. Deine Eltern Burton! Waren in einem Wagen. Du hinterlistiger Schwein! Unterwegs Burton! Durch den Llano Estacado. Nein!
Die Legende sagt, wenn das Böse besiegt ist, öffnet sich die Oase und die Wüste wird leben. Ihre Habgier hat die Mörder vernichtet. Der Mörder Tevor Shoas ist tot. Seine und die vieler anderen. Sam! Wo bist du gewesen? Ich heiße Samantha. So viel Zeit muss sein. Und das hier ist Schein der Falke. Ein großer Comanchenkrieger. Wir haben uns eben verlobt. Oh. Ist die kleine Lady nicht noch ein bisschen jung, um sich zu verloben? Wer weiß, wie alt ein Mann hier im Westen wird. Da ist es nie zu früh. Meine weiße Schwester spricht die Wahrheit. Wo die Liebe aufkeimt, soll niemand zweifeln sehen. Die Indianer haben uns zwar geholfen, aber deswegen muss man sie doch nicht gleich heiraten. Jedes Volk hat seine eigene Lebensweise, Mr. Leader. Und jedes Volk sollte auch die Möglichkeit erhalten, seinen eigenen Weg zu gehen. Aber die Völker rücken dichter zusammen. Wir können uns bekämpfen und vernichten. Wir können aber auch unser Leben reicher machen, wenn wir lernen, die Vielfältigkeit unserer Erde zu erkennen und zu bewahren. Miteinander. Nur gemeinsam konnten wir die Yanogaya zur Strecke bringen. Schieberbeck ist froh darüber. Friede zwischen Apachen und Comanchen. Winnetou und Old Shatterhand sind eure Brüder. Wann immer die Comanchen Hilfe brauchen, werden wir zur Stelle sein. Fred! Frank! Fred! Hatten wir nicht vereinbart, dass ich auch mal auf den Kutschbock sitzen darf? Morgen! Und ich werde mich damit abfinden, dass ich niemals herausbekomme, wer meine Eltern waren. Ich will nicht wissen, wer du warst, Fox. Ich weiß, wer du bist. Der Mann, den ich liebe und mit dem ich mein Leben teilen möchte. Die Mission ist erfüllt. Die Yanogaya sind nur noch eine böse Erinnerung. Denk nicht mehr daran, Fox. Es ist vorbei. Du hast recht. Es lohnt sich nicht, in der Erinnerung zu leben. Dafür wird unsere Zukunft viel zu schön, Mary. Die Wolken über den Llano Estacado sind gewichen, mein Bruder. Der Wind hat sie vertrieben. Den Wind kann niemand aufhalten. Ich freue mich auf die Tage des Friedens im Land der Apachen. Lass uns reiten, mein Bruder. Wenn der Nebel aus den Gräsern steigt, wenn Winnetou und Old Shatterhand die Pueblos der Apachen sehen. Die Aufführung ist zu Ende, aber wir werfen noch einmal einen Blick hinter die Kulissen, um Ihnen zu zeigen, wie die Spezialeffekte entstehen. Das ist Markus Kuttler, der Pyrotechniker bei den Bad Segeberger Karl-May-Spielen. Er ist zum dritten Mal dabei und weiß inzwischen ganz genau, was gewünscht wird. Soll der Sprengstoff hochgehen, drückt Kuttler auf den Knopf seiner Fernsteuerung. Sein Spezialgebräu sorgt für lautstarke Knallereien. Ein eher leiser Effekt, der funkensprühende Handschuh, mit dem Jackal Fred ausgestattet ist. Ja. Hier probiert Markus Kuttler die Feuerhand mit seiner Auszubildenden Anja Schulmann aus. Auch bei diesem Trick funktioniert alles per Knopfdruck, für den Zuschauer nicht erkennbar. Drückst du auf den Knopf? Mhm. Ein Stück zurück. Ein Stück. Du ziehst.
Hier drauf. Ja? Ja, so in etwa. Achtung. Ne, warum nicht? Was ist los? So, das ist einer dran. Zieh einfach runter. Nicht daneben. So hin. Achtung! Anspruchsvolle, überzeugende Show-Effekte sind gewünscht. Für Markus Kuttler steht eines aber ganz vorne an. Grundsätzlich ist es so, ich gehe also nur so weit, wie ich selbst gehen würde. Also das, was ich mir zumute, mute ich auch dem Stuntman oder Schauspieler zu. Es wird dauernd geprobt, es wird immer wieder versucht, bis die Leute sich daran gewöhnt haben. Und nur das, was wirklich zu verantworten ist, wird gemacht. Das ist also das einzige Motto, was bei solchen Produktionen, wie das auch hier jetzt der Fall ist, vertretbar ist. Sie dürfen bei Pferde- oder Action-Szenen nicht fehlen, Stuntmen. Das können wir nicht, Emilio, das wollen wir doch gleich mal sehen. So, jetzt kannst du dich ganz frei entscheiden, wer hier dein Boss ist. Vier Stuntmen arbeiten für die Segelberger Produktion. Das hier ist der jüngste von ihnen, Joachim Sadowski, 18 Jahre alt. Zweimal muss sich Sadowski von der Hängebrücke abseilen. Vorgespräch dafür mit Regisseur und Spielleiter und mit Schauspieler Hans H. Steinberg. In der Aufführung der Gangster, der ihn fast von der Brücke fallen lässt. Die Szene in mehr als 20 Metern Höhe muss natürlich bis ins Detail sitzen. Jede Unachtsamkeit gefährdet Schauspieler und Stuntman. Ja. Die Stuntleute kommen aus Polen und sind Vollprofis. Alle vier haben schon viele Action-Szenen in Film- und Fernsehproduktionen hinter sich. Technische Hilfsmittel werden immer und immer wieder ausprobiert. Es wird diskutiert, der Stunt nochmal neu überdacht, bis er perfekt vorbereitet ist. Und vor dem Stunt? Angst? Mehr den Respekt vor der Höhe, aber wenn man keine Angst hat, dann wäre man leichtsinnig. Leichtsinn kann sich hier keiner leisten. Nach einer halben Stunde ist alles soweit klar. In der Vorstellung sieht es dann so einfach aus. Joachim Sadowskis gefährlichster Stunt, der Sturz aus 13 Metern Höhe. Das Wichtigste im Flug ist, dass man die Luft ausatmet. Wenn man Luft in den Lungen hat, dann kommt es zu einem Schlag und dann kann man sich sehr stark wehtun. Und ich meine, das ist ein Theater, 72 Vorstellungen, das ist kein Film. Beim Film, da kann man runterspringen, ein-, zweimal, höchstens zweimal. Und dann hat sich die Sache. Aber vielleicht ein paar Schmerzen, wenn es halt ein bisschen hörst und so, was natürlich nicht sein soll. Aber das sind 72 Vorstellungen, das muss immer klappen. Also Sicherheit ist hier an erster Stelle. Schon als 14-Jähriger war Joachim im Stuntgeschäft. Sein Vater hat ihn ausgebildet. Für den Stuntman gilt, nur die genauen Vorbereitungen, die er am liebsten selbst trifft, und die richtige Taktik schützen das eigene Leben. Während der Zuschauer sich noch von der Explosion erholt, setzt Joachim Sekunden später noch einen drauf. Unter Geiern in Bad Segeberg, vor und hinter den Kulissen, ein spannendes Western-Spektakel.